zunächst einmal, wie üblich bei jeder Präsentation, uns den Disclaimer anschauen, beziehungsweise die sogenannte Risikowarnung. Das ist natürlich auf jeden Fall klar, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung handelt, sondern es werden diverse Aktien vorgestellt, Setups vorgestellt, Analyseweg vorgestellt. Und es sollte auf jeden Fall von vornherein natürlich auch klar sein, dass der Handel, die Spekulation mit Aktien und jedweden anderen Konstrukten, die es draußen an den Kapitalmärkten gibt, natürlich mit Risiken verbunden sind. Und ist natürlich auch nicht für jeden Anleger geeignet. Auf der einen Seite gibt es natürlich beträchtliche Gewinnchancen. Es gibt aber auch leider beträchtliche Verlustchancen. Diese Saluntür, die schwingt nun mal zu beiden Seiten. Obendrein sei auch gerne mal auf den Punkt unabhängiger Bankberater verwiesen, beziehungsweise auch Konsultation eines Steuerberaters verwiesen. Das sollte auf jeden Fall auch nicht unbedingt immer vergessen werden. Man ahnt gar nicht, das hat hin und wieder dann doch schon ein paar Vorteile. Gucken wir zunächst auf das aktuelle Thema. Heute Abend, 24. August, 18:30 Uhr. Wir wollen uns mit den deutschen, mit europäischen und auch US-Aktien ein Stück weit beschäftigen. Es geht hauptsächlich darum, wo könnte man Chancen für den Rest des Jahres eben daraus lesen, beziehungsweise sich aus diesen jeweiligen Positionen ergeben. Und eines auf jeden Fall schon mal klar, bevor wir in die Einzeltitel und so weiter reingehen. Der Hinweis ist auf jeden Fall nochmal wichtig. Es sollte auch jedem klar sein, dass es natürlich jederzeit Umstände gibt draußen an den Kapitalmärkten, wo sich Setups komplett wieder ändern, beziehungsweise wo Setups über den Haufen geworfen werden. Das wissen Sie alle. Kapitalmärkte bleiben nicht in einem starren Gerüst. Morgen spricht Frau Yellen beispielsweise in Jackson Hole in Wyoming auf diesem Zentralbankentreffen und kündigt da möglicherweise irgendwas an, und dann wirft das natürlich den ein oder anderen Bankenwert zum Beispiel, aber auch andere Aktienmärkte vielleicht komplett in eine andere Richtung, wo wir das heute noch gegenteilig annehmen. Gucken wir also. Zunächst gibt es die Einleitung hier, Marktübersicht, Vorstellung der Einzelwerte. Darum ist also eine Schnellübersicht hier auch nur. Wir wollen hier möglichst wenig mit den Folien hier anstellen und wollen relativ schnell dann auch in die Handelsplattform gehen. Kurzer Verweis hier auch in eigener Sache. Es gibt bei Lynx bei den Webinaren die Aufzeichnungen, die sogenannten Webinararchive. Hier sei nochmal gerne darauf verwiesen, auf die Module, die hier von meiner Wenigkeit hier auch noch eingebracht wurden in den letzten Monaten, Jahren und so weiter. Da gerne mal in dem Webinararchiv bei Lynx auf der Seite lynxbroker.de schauen und natürlich auch über andere Dinge dort informieren. Dort wird ja letzten Endes auch sehr viel Content geboten. Gucken wir auf den aktuellen Stand. DAX minus 1,40 zum Morgen, heute Morgen auf Jahresbasis. Also der DAX läuft weiterhin auch den US-Märkten noch hinterher, die sich hier schon beträchtlich nach oben geschraubt haben und auch ihre Rekordhochs geschafft haben, anders als das hier bei DAX der Fall ist. Gucken wir auf Werte. Wir gehen gleich ohne großes Brimborium drumherum gleich auf die einzelnen Werte, die heute ein Stück weit, alle schaffen wir natürlich nicht, wir werden uns immer mal einen rauspicken, vorgestellt werden sollen. Es gibt den Bankensektor. Da hat der ein oder andere mit Sicherheit nicht nur in 2016, sondern vielleicht schon auch davor die Finger deutlich davon gelassen. Das mag aber vielleicht gerade jetzt in den nächsten Monaten noch ganz interessant werden. Ob das jetzt diese Zinsfantasie ist, die da schon lange beschwört wird, oder ob das andere Punkte sind. Es gibt jedenfalls schon sehr, sehr viele Dinge, die in diesen einzelnen Werten eingepreist sind an Risiken und an Katastrophenmeldungen. Beispielsweise bei unserem ewig Katastrophenwert Deutsche Bank, der ja ständig mit irgendwelchen Negativmeldungen aufgefallen ist. Aber es gilt genauso auch für die Credit Suisse, aber auch für die Commerzbank. UniCredit ist nochmal so ein Sonderfall, gerade weil es ein italienisches Kreditinstitut ist, und da gibt es natürlich gerade im Rahmen dieses italienischen Bankenmarktes, der da ja mehr oder minder am Schwanken ist und Wanken ist, ein paar Sonderfälle. Dort wird jetzt Stück für Stück wohl auch das Tafelsilber veräußert, um sich dort eine dickere Kapitaldecke zu verschaffen. Die jeweiligen Punkte, die Sie vor den Namen sehen, BNP Paribas, Runterzugs bis UniCredit, aus Versehen bei UniCredit ist es mir herumgerutscht, sind die jeweiligen Symbole, Handelssymbole. Das heißt also, wenn Sie in die Handelsplattform BNP, CBK, CSX, DBK, Sand und OCG eingeben, dann haben Sie hier die jeweiligen Symbole, Handelssymbole für den Bankensektor, für diese Titel.
Themen der Banken ist eben wahrscheinlich ein Stück weit bekannt, was da aktuell im Universum der Bankenlandschaft sich herumtreibt als große Investitionen in der nächsten Jahre, aber bereits schon in den letzten 1 bis 2 Jahre ist das Thema Fintech. Da sind viele große Banken ein Stück weit hinterherhinken. Einige sind da etwas fortschrittlicher gewesen, haben auch gerade sehr stark schon verfrüht aufs Mobile Banking gesetzt. Viele sind aber da noch nicht so perfekt mit den einzelnen Applikationen für ihre Kunden. Aber das durchdringt immer mehr die Bankenlandschaft. Man glaubt es gar nicht. In Deutschland sind wir da ein bisschen konservativ. Aber in anderen europäischen Ländern und auch weltweit wird Mobile Banking sehr, sehr viel häufiger genutzt und betrieben, als das bei uns noch der Fall ist. Das wird sich wohl auch bei uns bald noch mehr steigern. Natürlich gibt es Herausforderungen im historischen Niedrigzinsumfeld. Ich sage mal nicht nur Niedrigzinsumfeld, sondern Nullzinsumfeld und auch Negativzinsumfeld. Und da geht es hauptsächlich gerade bei den Banken nicht nur heute und auch gestern, sondern schon eine lange Zeit jetzt um die Reduzierung von Kosten. Reduzierung von Kosten bedeutet leider auch, den einen oder anderen Arbeitsplatz abzubauen. Das gehört leider auch dazu. Das wird über die nächsten Monate und Jahre auch nicht ausbleiben. Sie wissen, Sie haben allein bei deutschen Banken schon gehört, dass dort Filialen geschlossen werden, Mitarbeiter über die längere Zeit auch abgebaut werden und Stellen nicht neu besetzt werden und so weiter. Das sind alles Dinge, die aber letzten Endes ein Stück weit in diese Einzelwerte dann auch reinspielen werden, wo Sie dann auch irgendwann in Zahlen ablesen können, wo Sie Kosten gespart haben und möglicherweise auch mit einem kleinen Pünktchen an Zinsanstieg in den nächsten Monaten bis 1-2 Jahren, können Sie damit schon ein Stück weit mehr Marge erwirtschaften. Also vom Nullzins, vom aktuellen Standpunkt aus, können europäische Banken gar nicht mehr extrem viel mehr noch abgeben. Also ein Stück weit Hoffnung sollte man da wenigstens schon mal nach außen an den Tag legen. Themen sind dann noch Blockchain, digitale Währung, da gab es gerade in den letzten Tagen ein paar Meldungen, dass dort gerade Großbanken wie die Deutsche Bank, Bank of New York Mellon und auch ein paar andere noch sich zusammen ins Boot gesetzt haben und dort eine digitale Währung zu planen gedenken. Wir gucken uns ein paar andere Unternehmen noch hier an. Medien, Logistik, Immobilien, Fluggesellschaften. Natürlich gibt es tausende Aktien dort draußen. Ich habe ein paar deutsche, ein paar europäische und ein paar US-Werte rausgepickt. In dem Fall hier einige deutsche. Einige sind Ihnen bestimmt bekannt. ProSieben, RTL, Deutsche Post, Vonovia, vormals Annington, deswegen auch das Symbol NN, IANN und als Trier Office und auch Patricia Immobilien, Deutsche Lufthansa. Verzeihung, wenn ich da von der Aussprache hin und wieder mal ins Englische schwanke. Das ist irgendwie so ein bisschen hin und wieder, passiert das ganz schnell. Weitere haben wir noch aus dem Bereich Reise, Internet, Service, Telekom, Computer, Hardware und auch Handel. Also hauptsächlich hier mal einer rausgegriffen, ein US-Wert hier, Norwegian Cruise. Da könnten Sie natürlich auch andere Cruise-Unternehmen rauspicken. Allerdings ist das hier eines von den großen auch ein Multimilliarden-Unternehmen. Yelp, Internet Service, kennt der ein oder andere vielleicht. Vodafone sollte sowieso jedem bekannt sein als Telekom-Unternehmen. Adidas sowieso, Logitech und Metro auch ohnehin. In Klammern habe ich die Marktrichtung ein Stück weit hier gerade niedergeschrieben. Da geht es hauptsächlich darum, sollten diese jeweiligen Werte beispielsweise bei einem Adidas-Wert noch weiter in Richtung nordwärts jetzt laufen, sollte man jede Tagesspitze oder auch Übertreibung, Marktübertreibung nach oben vom Setup so handeln, dass man einen Short-Versuch unternimmt, weil dieses Unternehmen, diese Aktie zumindest, brutalst in den letzten Monaten nach oben gerauscht ist, übrigens auch Logitech, aus diesem Grund diese Short bzw. dieses Sell, sagen wir nicht Empfehlung, sondern das Sell-Setup. Wir haben noch anderes aus dem Bereich Öl und Gas und auch aus dem Bereich Automobilwirtschaft. Dort sehen wir beispielsweise auch Total, Royal Dutch Shell. Wir sehen aber auch eine amerikanische Tesla. Wir sehen Volkswagen, die meines Erachtens immer noch Schlagseite bekommen können, weil da noch immer nicht alles komplett draußen ist von den Strafzahlungen und auch weiteren Unwägbarkeiten. Und wir sehen Continental und auch Schaeffler. Schaeffler vor allen Dingen auch noch interessant, weil auch ein paar firmeninterne Direct-Dealings, also Insider-Transaktionen dort nochmal zusätzlich dazu beigetragen haben, dass die Aktie in den letzten Wochen angelaufen ist.
Was für die ETFs und für andere Konstrukte draußen am Markt gilt, gilt für Ihre Aktieneingabe genauso. Wenn Sie Trades programmieren in der Handelsplattform, sollten Sie niemals den Order-Typ vergessen. Sie sollten natürlich niemals vergessen, auch ein Limit zu setzen, damit Sie wie in einer Bar für Ihr Handelsgut, was Sie wollen, auch tatsächlich den Preis geliefert, den Preis auch angezeigt bekommen und auch den Preis eingebucht bekommen, den Sie von vornherein hochgehalten haben. Und es geht natürlich auch um die Ausführung dort, weil Sie eine Handelsmaske natürlich auswählen können, auf welchen Handelsplatz soll das ausgeführt werden. Via Smart ist natürlich bekannt, aber Sie können natürlich auch explizit auswählen, dass das nur über Trade geht, nur über Stuttgarter Wertpapierbörse, nur über die Frankfurter Wertpapierbörse oder auch nur über BATS oder auch SHIX und andere Handelsplätze dort ausgeführt wird. Deswegen da auch nochmal genau drauf gucken, wo sich das lohnt bzw. wo es Sinn macht und wo nicht. Und Sie sollten obendrein auch nochmals wirklich mit vielen Ausrufezeichen versehen, es passiert ganz schnell, immer peinlichst genau darauf achten, wenn Sie Ihre Voreinstellungen machen in der Ordermaske, dass Sie da bloß nicht die falsche Anzahl von Wertpapieren kaufen und später vor allen Dingen dann, wenn Sie beispielsweise eine Buy-Order, also eine Kauforder, wieder aus dem Markt nehmen wollen und dann wieder verkaufen, dass Sie nicht zu viele Wertpapiere aus Versehen verkaufen, weil da sind Sie ja automatisch dann short. Also das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Passiert leider immer wieder mal, dass sowas schnell reingehackt wird und auf einmal wundert man sich, was ist denn da eigentlich noch in der Handelsplattform bei Positionen offen und dann merkt man plötzlich, huch, ich bin ja mit 50 oder mit 100 Aktien dort short, um Gottes Willen, schnell raus damit. Kann passieren. Stopmarken, auf jeden Fall Stopmarken bitte, also mit Stop-Loss arbeiten und Ihr Risiko bitte auch genau kennen. Und ihr Risiko möglichst auch idealerweise berechnen auf Ihren Account. Im Schnellverfahren werden wir das ganz kurz noch durchexerzieren. Wenn wir diesen Punkt hier gerade ansprechen, damit ich das nicht vergesse, das Thema Risiko, Risikomanagement und Money Management. Gesetzt den Fall, nur ganz kurzes, schnelles Beispiel. Sie haben einen Account, ein Konto von 10.000 und diese 10.000 sind ihr Tradingkapital. Dann sind diese 10.000 Euro natürlich Ihre 100% und Sie halten sich um mit einer Risikoregel mit sehr, sehr vielen Tradern draußen ungefähr auf einem Level, wenn Sie sagen, Sie operieren mit einer 1% oder 0,5% Regel. So, es erläutert natürlich im Schnellverfahren auch, eine 1% Regel bedeutet, dass Sie bei 10.000 Euro Tradingkapital 100 Euro riskieren. Ja, in Worten 100, tatsächlich nur 100. Das ist eigentlich auch absolut ausreichend, wenn Sie einen Stop-Loss von 100 sich vorstellen, Sie gehen eine Position ein und haben dann 100 Euro Risiko, dann bedeutet das beispielsweise bei einer Aktie, die 15 Euro kostet, ein 100 Euro Risiko bei 1500 Euro Einbuchungswert, sind Sie dann beim Kurswert von 15 abgesichert mit 14 Euro, also das ist ein kompletter Euro als Stop-Loss. Das ist eigentlich, je nachdem, welchen Wert man dort handelt, ist das schon eigentlich ziemlich viel. Deswegen kann man das sogar auf eine 0,5% Variante abändern und wäre dann in dem Beispiel mit 50 Euro im Risiko. Also das sind alles Punkte, die sollten Sie sich auf jeden Fall mit einer Tabelle auch mal darstellen, wie sich das für Ihren eigenen Account auswirkt. Gut, dann gehen wir in die Ermittlungen noch einmal. Charttechnik, generell natürlich wichtig. Die Reihe von Indikatoren, die es gibt, die können uns zusätzlich helfen. Ob das jetzt Fibonacci sind, ob das Pivots sind, ob das der RSI ist, ob das eine EMA, also eine Exponential Moving Average ist oder ob das andere Indikatoren sind. Es gibt unheimlich viele. Nutzen Sie bitte nicht so viele wie zwei oder drei höchstens. Nicht, dass es so passiert, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, was Sie kapieren, was Sie schnell benutzen können und dementsprechend dann auch mit Erfolg. Zusätzlich können Sie sich natürlich weiterer Datenquellen bedienen. Ja, es gibt unzählige Datenlieferanten draußen, aber auch über die TWS hier, über die Lynx-Plattform, können Sie sich zusätzlich Datenquellen auch abonnieren, je nachdem, was Sie da und wie oft Sie handeln, je nachdem, was Sie handeln, wo es Sinn macht. Und obendrein natürlich, für einen Privatanleger ist es natürlich nicht besonders sinnig, überteuerte Datenlieferanten wie beispielsweise CNBC, Bloomberg, Reuters Terminals und sonstige Sachen zu buchen. Man kann das natürlich tun, wer Geld zu viel hat, bitte, aber es lohnt sich einfach für den Privatanleger definitiv nicht. Gut,
Das überspringen wir jetzt dementsprechend und gehen nochmal in die Schnellübersicht. Es geht hauptsächlich darum zu kapieren, technische Analyse ist nicht alles, es ist kein heiliger Gral oder das Allheilsmittel. Sentimentanalyse allein auch nicht und die fundamentale Analyse allein auch nicht. Je nachdem, wie man das kombinieren kann, interdisziplinär sage ich immer, macht das vielleicht auch Sinn. Generell soll gelten, der Satz gelten, je längerfristig mein Engagement überhaupt ist, desto mehr Fundamental Research muss ich leisten. Soll ich jetzt beispielsweise nur mehrere Stunden oder auch nur einen Handelstag in meiner Position verbleiben, werde ich mich natürlich, je kürzer meine Positionszeit ist, Positionierungszeit ist, je kürzer also letzten Endes mein Handelsfenster ist, umso mehr dann in Richtung technische Analyse versteifen. Man kann obendrein auch in das Sentiment blicken. Jede einzelne Aktie hat ein Sentiment. Wenn Sie so wollen, gehört da in das Sentiment beispielsweise rein, was Insider machen, also in Directors Dealings gemäß der Wertpapierhandelsgesetze. In Deutschland gibt es dort ein paar Regeln. Dort muss der Vorstand und auch Aufsichtsrat und so weiter und deren im engen Zusammenhang stehende Personen Meldungen quasi an die BaFin übermitteln, wenn sie Papiere des Unternehmens, wo sie im engeren Sinne Insider sind, kaufen oder verkaufen. Dementsprechend kann man diese Trades sich anschauen und auch nochmal ein Stück weit beleuchten, macht es eher Sinn zu kaufen oder zu verkaufen. Die Fundamentaldaten im Blick, das haben Sie mit Sicherheit einmal gesehen, wenn Sie ein PDF öffnen, auf jeder Seite von jedem Unternehmen, egal wo das herkommt, ob das eine deutsche AG ist, eine deutsche SE, Société Européenne, oder ob das ein französisches, spanisches oder auch US- und kanadisches Unternehmen ist, es ist egal, wo es herkommt. Jedes Unternehmen, was gelistet ist, am Kapitalmarkt handelbar ist, hat eine Investor Relations-Seite. Und auf diesen Seiten Investor Relations finden Sie immer, beispielsweise in Form eines PDFs, sinnvoll zusammengestellt, auch nach Regeln zusammengestellt, einen Geschäftsbericht und dementsprechend Bilanzdaten und so weiter und so fort. Da finden Sie gerade Punkte, die hier wichtig sind, Umsatz, Ergebnis und so weiter. Ich lese es jetzt nicht extra runter. Geht hauptsächlich darum, dass man diese Punkte miteinander in einem Zusammenhang sieht und vor allen Dingen nicht nur das einzelne Jahr dann im Blick hat, sondern auch sinnvollerweise, wenn wir jetzt im Jahr 2016 uns befinden, bei einigen Unternehmen gibt es aktuell noch nur die 2015er Daten, dann schaut man zurück, was hat sich in den letzten Jahren dort beispielsweise bei Umsatz oder auch bei Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag getan. Hat sich die Dividende regelmäßig erhöht oder ist gleichbleibend geblieben? Wie ist es um die Beschäftigtenanzahl, über die Mitarbeiterzahl? Sind die signifikant abgebaut worden über die Jahre oder haben sie etwas zugelegt oder sind sie stark am Wachsen? All das ein Stück weit kann Rückschlüsse auch auf eine gesunde Unternehmensführung oder auch nachhaltige Unternehmensführung sein und ein Stück weit auch dafür Ausweis sein, wie es dort um die mögliche Zukunft dieses Unternehmens bestellt ist. Da kommen wir in diese Zukunft auch gleich rein und da geht es um Bilanzprognosen, Umsatz, EBIT, Gewinn und so weiter. So, genug der Theorie. Parallel, wenn Sie eine Zeitung aufmachen oder auch in den neuen Medien, sprich Social Media und so weiter draußen lesen, auch in Bank Research lesen, was publiziert wird oder auch auf Finanzseiten im Internet sehen, was dort immer wieder erscheint, dann gibt es direkte Auswirkungen auf den Kurs, wenn dort Kursziele von Banken angehoben oder reduziert werden, Gewinnschätzungen publiziert werden und Ereignisse eintreten, die die jeweilige Aktie sofort bewegt. Teilweise als Übertreibung bewegt. So, wir gehen dementsprechend jetzt hier schnell rein in die Handelsplattform und werden uns diese Punkte hier anschauen. Ich habe sie ein Stück weit hier mal abgesetzt, einmal hier im Bereich Banken, einmal Media, Logistik, Immobilien, Fluggesellschaften und so weiter und Reise, Internet und so weiter, Runterzugs. Wenn wir uns jetzt mal einen Wert einmal rauspicken, dann können wir uns zum Beispiel einmal wo haben wir ihn? Tesla rausschauen. Jetzt haben wir Tesla, habe ich Tesla vergessen einzupacken. TSLA mache ich einfach noch mal oben drauf. Kein Problem. TSLA. Und dann finden wir diesen ja relativ auch schnell. In dem Fall hier über die Nasdaq.
Und obendrein natürlich sofort auch mit der Öffnung eines Charts. Die Chartparameter jeweils können Sie natürlich selber einstellen, wie Sie das für sich sinnvoll erachten. Und wir gehen direkt in den 6-Monats-Bereich, um hier ein Stück weit zu schauen, wo wir Kurszielbestimmungen bzw. Marktrichtungsbestimmungen und so weiter allein in einem nackten 6-Monats-Chart hier einmal betreiben. Dazu zunächst einmal eine Feststellung, wo das Hoch und das Tief ist. Einmal haben wir hier die 269,34, einmal haben wir hier die 187,87 und dann gucken wir auch nochmal explizit, dass wir hier diesen rechten Rand möglicherweise noch ein Stück weit hier wegkriegen. Ne? Hauptsächlich, dass wir hier so ein bisschen mehr noch Platz haben. Also wir wiederholen das ganz kurz mal und damit man hier diese jeweiligen Punkte, Hochpunkte dann auch genau anlegen kann mit 269,34 und der Marke von 187,87. Dort werden wir mittels des Fadenkreuzes natürlich auch noch uns ein bisschen mehr dann in die Richtung optimieren, dass wir auch dann die richtige Marke treffen und werden hier dann noch parallel sogenannte Fibonacci-Lines, also Linien hier anzeichnen. In dem Fall legen wir das von der 187,75, 187,87 möglichst haargenau an. Es gelingt einem nicht immer. Und gehen hier auf dieses Zwischenhoch bei der 269,34. In dem Fall so, ist uns das doch ganz glatt gelungen. Natürlich kann man das jetzt noch hier mit schönen Färberei und so weiter ein Stück weit hier näher fett machen, die Linien, die von Belang sind und interessant sind und wichtig sind. Und dann können wir noch mal schauen, inwieweit wir vor allen Dingen dann auch jetzt in einem Trend uns befinden. Inwieweit wir quasi jetzt auch schauen, ob hier ein jeweiliger Trend gehalten wird bzw. verlassen wird. Grundsätzlich, das können wir ad acta legen. Die lösche ich jetzt wieder. Und dann schauen wir vor allen Dingen nochmals, was jetzt hier im Bereich des Abwärtstrends von diesem Zwischenhoch hier, was hier noch letzten Endes hier gezogen wird, von hier an beziehen. Dann ziehen wir das über das letzte Zwischen hoch. Obendrein zu der Charttechnik werden wir hier jetzt, beziehungsweise zu dieser Fibo-Technik, werden wir hier noch ein Stück weit eine weitere Studie noch mit einfügen. Wir werden die sogenannten Pivot-Studien einfügen. Wir befinden uns ja hier im täglichen Kerzen, also haben wir Tagespivots, Pivot-Punkte. Diese Pivot-Punkte werden dann, wenn wir in die jeweilige Tageskerze hier reinklicken, auch angezeigt. Sie sehen links im Bereich den grauen Kasten, wo Sie dann sogenannte R- bzw. S-Punkte sehen, also Resistance, Widerstände und S wie Support für Unterstützung und wo wir uns noch zusätzlich an diesen jeweiligen Punkten orientieren können. Das heißt also, wir bekommen von der Handelsplattform mit den Fibos und auch den Pivos ein Stück weit ein paar Punkte angezeigt, wo es sinnvoll sein kann, in diesen jeweiligen Wert einzusteigen, beispielsweise auch in den jeweiligen Wert mit beispielsweise einem Kursziel zu operieren, wo wir dann als auf einer Long-Seite jetzt beispielsweise nicht nur hier die Rückeroberung dieser Abwärtstrendlinie haben, sondern auch nochmal zusätzlich eine Fibo-Marke hier von 228,60 hier haben, die wir hier sehen und uns noch weiter als nächstes Kursziel nach oben führen kann auf eine 61,8-prozentuale Fibo-Marke. Das ist übrigens in dieser Fibonacci-Lehre eine Marke, die sehr oft angetestet wird, immer wieder angelaufen wird von diesem Bereich. Dort ist er angelegt, 269,34 Runterzugs auf die 187,86 ist also diese 61,8er bereits gelaufen, diese Antest, und die Marke ist nach unten geprallt. Jetzt muss man natürlich noch wissen, fundamental kommt das auch noch dazu. Elon Musk, das ist ja hier der CEO bzw. der Oberguru, sagen wir es mal so, von Tesla und auch parallel noch SpaceX und auch Solar City, ein Teufelskerl.
Wenn man jetzt aber schaut, was jetzt hier in den letzten Tagen und auch Wochen passiert ist, es sind von den Autopiloten Unfälle passiert, es sind große Ausgaben getätigt worden, größere Batterien werden jetzt gefertigt. Das sind alles Dinge, die dieses Unternehmen natürlich nach vorne bringen, grundsätzlich auch in die Schlagzeilen bringen, aber es kostet unheimlich viel Geld. Und wir müssen das immer im Gesamtmarkt, im Gesamtkontext sehen. Also sprich, der Markt draußen, die Nasdaq und auch der gesamte US-Aktienmarkt ist schon ziemlich heiß gelaufen. Und es kann gut passieren, dass wir hier also auch in diesem Wert nicht mehr die Kurse, beziehungsweise die Kurse hier, die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel, sollen wir es mal so ausdrücken. Also ich gehe eher davon aus, dass wir dann letzten Endes hier eine Position eingehen können, dass wir diesen Abwärtstrend handeln, dass wir ein Rückhandeln auf diesen Abwärtstrend als neue Sell-Order eingeben, sodass wir hier beispielsweise dann auch einen Abpraller mit einfangen. Wie kann man das jetzt tun? Man geht einfach auf eine 230 beispielsweise rein und geht natürlich dann auch hier mittels der Handelsplattform auf die jeweilige Handelseinstellung, auf die Ordereingabe und übermittelt die Order beispielsweise mit 100 Tesla-Aktien und mit einer Sell-Order in dem Fall. Der Limitkurs, wie wir ihn hier festgelegt haben, soll in dem Bereich der 230 sein. Müssen wir natürlich da ein Stück weit hinscrollen. Das geht relativ schnell dann jetzt. Das ist nicht so extrem weit entfernt. Machen wir es uns ein Stück weit einfacher und machen diese 229,98 und lassen das bei Good Till Cancelled und erweitern diese Order. In diesem Fall, wir belassen, hier kann man es übrigens abändern, wenn Sie das möchten, wir belassen es bei Smart, bei der Ausführung Smart. Sie könnten das natürlich hier auch über die jeweiligen anderen Bereiche noch versuchen. Ich lasse es bei Smart. Dann können Sie beispielsweise in dem Bereich der weiteren Punkte Stop-Loss, Gewinnmitnahme und so weiter hinzufügen. Soll also heißen, Sie können hier diese Bracket erstellen, Gewinnmitnahme und Stop-Loss mit eingeben. Werden hier automatisch dann alle Kästchen mit Häkchen versetzt. Ihr Limit ist die 228,98 und dann geben Sie Ihren Stop-Loss beispielsweise ein. Was ist beispielsweise dann Ihr Risiko? Welches Risiko wollen Sie letzten Endes dann haben? In dem Fall müssten Sie dann jetzt hochrechnen, welches Risiko Sie sich erlauben. 100 Euro Risiko beziehungsweise 50 Euro Risiko und so weiter und so fort. Und dann haben Sie, jetzt bin ich auf den Knopf hier gekommen, dann haben Sie hier beispielsweise die Möglichkeit, das dann zu übermitteln. Ich lasse es einfach jetzt einfach da halt halber hier stehen. In dem Fall haben Sie dann nichts anderes zu drücken, als nur noch übermitteln und Sie haben letzten Endes dann Ihre Sell-Order in den Markt gestellt, also einen Leerverkauf getätigt. Wenn Sie diese Aktie dann im Fallen sehen, also sprich die Aktie fällt dann in Ihre Marktrichtung, so wie Sie es angenommen haben, beispielsweise um 1, 2, 3, 4, 5 Dollar und dementsprechend können Sie dann auch zusätzlich noch diese Aktie hier bei den jeweiligen Preis mitnehmen, wann Sie es wollen, zum Beispiel indem Sie sagen, getreu nach der Chartanalyse, die wir eben gesehen haben, zur nächsten Marke runter, geben Sie beispielsweise die nächste Kursmarke, die nach unten geht, zum Beispiel die zu 25,98 mit. Den Stop-Loss lassen Sie in dem Fall hier, drücken dann übermitteln. In dem Fall hier werde ich es wieder schließen und zum nächsten Wert hier auch kehren. Nehmen wir den Wert Deutsche Post. Eine kurzfristige weitere Aufwärtsbewegung ist hier durchaus möglich und auch in dem Bereich des Jahresendes, gerade wo es auch bei der Deutschen Post typisch E-Commerce, typisches Zeitalter des Online-Handels, wo die Deutsche Post ja schon eine geraume Zeit von profitiert, auch in Richtung, wir kommen ja langsam in Richtung des Großgeschäftes, nämlich, obwohl man jetzt schon sich den Kopf kratzt und schon von Weihnachten spricht, gerade das letzte Quartal ist natürlich dann auch nochmal zusätzlich interessant. Was können wir beispielsweise auch noch obendrein nehmen? Parallel zu den aktuellen Einstufungen zur Deutschen Post
muss man natürlich sich überlegen, das Geschäft, das kann schwere Hürden zwischen die Beine geworfen bekommen. Die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt Teilnehmer wie Amazon oder auch natürlich Wettbewerber, die in dem Bereich auch tätig sind. Ob das Kleinbetriebe im Vergleich zu der Deutschen Post ist, eine Hermes ja oder ein anderes Unternehmen, sind das ja Kleinbetriebe. Aber wenn beispielsweise Amazon auf die Idee kommt, tatsächlich das auch zu dürfen, in vielen Ländern beispielsweise irgendwann mal Pakete mehr und mehr mit Drohnen ausliefert und so weiter und so fort, was es alles für Möglichkeiten gibt, dann wird das Geschäft der Deutschen Post natürlich auch schmälern, ein Stück weit zumindest reduzieren. Kurze Info zum Beispiel, jetzt in München wird das gemacht. Die Deutsche Post hat das schon hier wohl registriert, denke ich mal. Amazon testet das gerade zusammen mit Shell. Das heißt also, an ein paar Shell-Tankstellen in München gibt es sogenannte Amazon-Boxen. Dort werden diese Pakete dann für die Kunden gelagert und die Kunden können dort beispielsweise, so ähnlich wie diese Postbox, die Sie da sehen, dort ihre Post bzw. ihre jeweiligen Bestellungen abholen. Das ist ein Test, ein Pilottest. Mal schauen, wie sich das gestaltet. Wir gehen in die Deutsche Post auch hier beispielsweise mit einem Kursziel rein. Zumindest dieses aktuelle Umfeld könnte es gut und möglich hier machen, dass wir noch in die Bereiche der 30 bis 32 Euro hier gelangen in Richtung Jahresende. So zumindest rein technisch ganz interessant und vielleicht auch möglich. Wie kommt man jetzt auch allein schon wieder da drauf? Das kann einfach auch zur Kurszielbestimmung ein Stück weit wieder diese Fibo-Analyse nutzbar gemacht werden. Wir haben hier das jeweilige Zwischenhoch einmal im 6-Monats-Chart wieder bei der 27.0250 und haben hier das letzte festgestellte Zwischentief in dem Bereich der 23.4950 und auch an diese jeweiligen Marken werden wir dann auch nochmal die Fibo-Analyse hier reinbringen. Das heißt also, wir werden hier in dem Bereich der 23.4950, wo wir hier dieses Zwischentief haben. Ich versuche das halbwegs zu treffen. Ist nicht immer ganz einfach. So. Und auch dieses jeweilige Zwischenhoch, was wir hier bei der 27.0250 haben, halbwegs geschafft, sodass wir jetzt hier dann auch ein Stück weit sehen, wo auch beispielsweise der Kurs aktuell gerade auch hinläuft. Wir sind da hier im heutigen Handelstag bei der Marke 28.7950 hier im Hoch. Und wir sehen aufgrund dieser Fibo-Anlage, die wir hier angelegt haben, sehen wir beispielsweise eine sogenannte Projektion. Diese Projektion, die kommt hier im Bereich der 29.20 rund rein. Das heißt also, das wäre schon mal das erste Kursziel vom aktuellen Kursstand her. Weitere Kursmarken könnte man dann noch zusätzlich auch bringen, indem man hier den Chart ein Stück weit noch staucht. Und dann kommt man beispielsweise dann relativ weit oben, zum Beispiel auch mit einer weiteren Projektion noch in den Bereich der 32,70. Das ist natürlich jetzt erstmal in den nächsten Monaten hin noch ein starker Tobak, das zu erreichen. Aber es geht hauptsächlich nur darum, wie kann man diese Kursziele aus Grund der Fibo-Analyse hier überhaupt herleiten. Das ist jetzt beispielsweise eine Variante und da werden wir das hier auch genau mit der 29,20 beispielsweise vom aktuellen Kursniveau zum Beispiel noch mitnehmen, indem wir sagen, dass wir hier eine kleine Position zum Beispiel eingehen für die nächsten Wochen oder auch Handelstage, es kann ja manchmal schnell gehen, und aber zusätzlich auch vielleicht noch als weitere Alternative sagen, wir werden uns die runde 30er Marke, also sprich die 30 Euro Marke in dem Fall, als Kursziel letzten Endes dann heranziehen. In dem Fall geben wir das wieder als Buy Order in diesem Fall jetzt ein, werden hier 100 Aktien der Deutschen Post in dem Fall zu einem Preis, zu einem Preis zu einem Preis von 28 und
85 in diesem Fall eingeben. Wir werden sogar auf einen Rücksitzer sinnvollerweise auch achten. Wir geben das mal manuell ein, das dauert ja sonst ewig, bis wir uns bis morgen da durchgescrollt haben. Wir werden 28,75 eins in dem Fall mal jetzt als Kauf nehmen und werden zusätzlich hier mit der Erweiterung natürlich auch noch nicht vergessen, den jeweiligen Stop-Loss und auch die Gewinnmitnahme zu planen. Das heißt, in diesem Fall bei einer Buy-Order setzen wir das jeweilige Gewinnmitnahme-Limit in dem Fall ein Stück weit hoch und sagen hier auch explizit, dass wir diese runde 30-Marke nahezu ankratzen möchten, zumindest beabsichtigen. Bleiben wir hier bei der 29,99,5. Den Stop-Loss reduzieren wir beispielsweise in dem Fall, weil es ein schneller Trade sein soll, ein Stück weit auch nicht auf ein 100-Euro-Risiko, sondern vielleicht sogar auf ein wesentlich kleineres Risiko, indem wir einfach sagen, dass wir hier die 28,25 zum Beispiel schon als Stop-Loss-Niveau nehmen. In dem Fall haben wir sogar dann nur ein 50-Euro-Risiko bei 100 Aktien. Dementsprechend würde das sich auf einen 10.000-Euro-Account letzten Endes dann als ein 0,5% Risiko dann lesen. Dieser Fall würde dann ebenso dann übermittelt. Eine weitere Position, die ich jetzt auch noch kurz darstellen möchte, ist ein Fall, der zumindest im heutigen Handelstag oder auch vom gestrigen und heutigen Handelstag noch ganz interessant ist. Es gibt die Aktie der Metro. Die Aktie der Metro ist hier gerade im Bereich der 26,97,06 hier bei Xetra hier aus dem Handel gegangen und wir gehen hier auch nochmal rein in den Chart, gucken uns hier auch an, wo wir hier hinlaufen, beziehungsweise wo wir möglicherweise ein weiteres Kursziel sehen. Nochmals kurze Wiederholung. So, und zwar, wenn wir im längeren Bereich mal schauen, da haben wir hier einen Zwei-Jahres-Chart, um mal zu schauen, wo hier die Verlaufsbewegungen sind. Dann gucken wir hier vor allen Dingen auf ein sogenanntes Zwischenhoch, was sich hier im Bereich des 10.04.2015 hier ausbildet. Das ist also ungefähr nahezu deckungsgleich zu den DAX-Rekordhochs, wo wir die im April 2015 hatten, Richtung der 12.390er. Und dann haben wir Verlaufstief markiert. Metro ging es ja zwischenzeitlich nicht so perfekt, nicht so gut. Und sind hier in dem Bereich der 21,58 im Low. Das auch nochmal genau zu überprüfen, 21,58 im Low. Ich erspare mir das jetzt mit den Fibos, die Überprüfung noch ein Stück weit. Aber die aktuelle Einstufung zumindest auch charttechnisch sieht ganz interessant aus. Wenn wir obendrein nochmal im 6-Monats-Chart jetzt schauen, ist hier im Handelstag hier des 19.8. hier eine schöne Nadel hier zustande gekommen, die wie aus dem Lehrbuch eigentlich einem immer so eine schöne Unterstützung aufweist. So ein extrem extremer Hammer mit einem schönen langen Docht. Wie aus dem Chartlehrbuch kommt am nächsten Handelstag dann letzten Endes auch die nächste Einleitung einer Aufwärtsbewegung, einer sogenannten Reverse-Formation. Also es geht richtig schön dann hochwärts. Und die Kursziele für solche Bewegungen sind dann obendrein als Zwischenziele nochmal zu markieren. Hier ist nämlich noch eine Kurslücke. Diese Kurslücke, die zeichnen wir ganz kurz einfach mal hier noch ein Stück weit mit ein. Dieses Handelssetup ist jetzt nicht unbedingt nur bis zum Ende des Jahres, sondern es kann auch für ein paar Handelstage und auch Monate reichen. Wir gehen dann hier nochmal auf die untere Kurslückenbegrenzung. Wir haben diese auch nochmal ganz kurz etwas dicker, damit wir sie besser sehen. Und schauen uns dann vor allen Dingen auch mal an, wo wir hier beispielsweise dann auch nochmals reinlaufen können. Wenn wir in diesen Bereich vordringen, haben wir hier 2,05 rund betrachtet. Und wenn wir in den Bereich der Kurslücke vordringen, dass sie quasi geschlossen wird, haben wir doch immerhin eine Performance von nahezu 5%. Was ja auch nicht zu verachten ist.
Es geht nicht darum, ständige 50, 60, 70, 80 oder 100% da irgendwo draußen zu finden. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das mag vielleicht sein, aber das ist nun mal leider auch Handel. Der schnelle Reichtum mit irgendwelchen 1, 2, 3 Positionen, das ist absolut seltenes Glück, beziehungsweise auch seltener Fall. Tagtäglich Trading und auch investieren ist harte Arbeit. Da kommt der ein oder andere dann auch irgendwann schon noch da drauf. Wir gucken uns hier dann in dem Bereich an, wo wir beispielsweise auch nochmal zusätzliche Marken reinbekommen und schauen uns doch mal hier gerade noch den Pivot Point an. Und beim heutigen Handelstag vor allen Dingen noch einmal, um zu gucken, wo wir hier noch ein sinnvolles Unterstützungsniveau jetzt hier finden, wo wir uns absichern können. In dem Fall 26,60 halte ich für den aktuellen Kursstand fast schon ein bisschen zu eng. Da würde ich dann in dem Fall mit 26,50 absichern. Da sind wir auch ungefähr mit einem 50 Euro Stop-Loss dann hier dabei. Passt also letzten Endes ganz gut. Übrigens auch ganz interessant, dass man hier den Marken der 26,60, 26,50 eine sehr, sehr hohe Insider-Kaufaktion gefunden hat. Dort wurde kräftig eingekauft seitens eines Metro-Aufsichtsrats, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist mal ein Aufsichtsrat. Da gehen wir jetzt nochmal dann in die jeweilige Einstufung zu dem Handel und sagen auch ganz genau mit der Ordereingabe, dass wir beispielsweise hier auch wieder 100 Metro-Aktien kaufen und diese mit einem Limit versehen von der 26,95 nochmal mit einer leichten, wir haben ja hier gerade aktuell diese Kursbereiche noch halbwegs in diesem Bereich, wo wir sagen 26,95 nehmen wir als Entry. Und lassen das auch mit dieser Einstufung erweitern, das Ganze nochmals. Sie können übrigens auch diese jeweilige Regel hier eingeben, indem Sie sagen, mit einem starren Gerüst ist es dann vorgefertigt, dass Ihr Risiko immer mit 100 Euro beispielsweise, beziehungsweise mit 50 Euro dann bei 100 Aktien dann hier begrenzt ist. Das können Sie natürlich je nachdem auf Ihre jeweiligen Größen abändern und natürlich sowieso manuell dann nochmals einzeln abändern. In dem Fall hier war es wieder die 100. Das heißt, eine Gewinnmitnahme wäre dann in dem Fall hier bei 27,95. Das wäre mir in diesem Fall sogar bei dieser Positionierung etwas zu wenig. Auch hier würde ich eher nochmal in diesem Bereich hier hochsetzen, sodass wir nochmal eine Rückeroberung dieser oberen Linie nochmal haben, knapp der 29er-Marke. Und den Stop-Loss würden wir hier in dem Fall etwas enger anlegen, indem wir auch hier nur ein Risiko von den 50 Euro nehmen. In dem Fall 50, Verzeihung, 45 ist das dann. In diesem Fall wären wir dann mit einem Stop-Loss bei 26,45 dabei. Dann würde man die Order wieder übermitteln und sie letzten Endes bis zur Ausführung im System beobachten bzw. dann ausgeführt sehen. Weitere Positionen, wir gehen mal zu den Banken. Ja, das ist in Ordnung so. Mit den Banken, und zwar schauen wir gerade mal auf zwei Werte. Ich gehe jetzt nur im Schnellverfahren mal auf diese Werte drauf. Es gibt einmal die CSX, die Credit Suisse. Und dann gibt es hier die CSGN, Virtrix, das ist die Swiss Group, Credit Suisse Group in Schweizer Franken. Sie müssen sich immer vergegenwärtigen, was Sie gerade handeln, sollten Sie tunlichst eigentlich an der Heimatbörse handeln. Allein schon aus dem Grund, weil dort das Volumen ist. Also wo hochvolumig gehandelt wird. In dem Fall ist das zwar jetzt hier der Schweizer Franken und die Credit Suisse ist auch via Xetra zum Beispiel relativ mit Volumen ausgestattet. Da kann es also noch Sinn machen, das auch weiter in Euro beispielsweise zu handeln. Aber letzten Endes ist es fast in Anführungszeichen Wurst, weil Sie eine Credit Suisse Euro letzten Endes auch immer automatisiert am Schweizer Franken hängt. Also das nur zum Ausweis hier, das wäre ein weiterer Bankenwert, der momentan interessant wird, in den nächsten Monate hin, auch auf eine Jahressicht interessant wird beim aktuellen Kursstand. Ich halte hier die Credit Suisse ähnlich abgestraft wie die Deutsche Bank. Es geht einfach auch aus dem Grund, dort wurde sehr, sehr viel abgestraft, schon im Vorweg abgestraft, weil beide Werte sind aus dem Euro Stoxx 50 rausgefallen.
Und naturgemäß werden auch viele automatisierte Systeme, auch ETFs, die natürlich diese Indizes nachbilden, dann dementsprechend diese Titel rausgeworfen haben. Und das hat zusätzlich natürlich noch dazu geführt, dass so ein Wert wie die Deutsche Bank und die Credit Suisse weiter abverkauft wurden. Gehen wir mal zur Deutschen Bank, wo wir gerade drüber sprechen. Ist so einer von meinen Lieblingswerten. Ist zwar nicht immer einfach zu handeln, aber hin und wieder glückt es einem ja dann doch immer mal, dass man einen schönen Entry findet, auch einen Swing-Entry findet. Gehen wir hier auf eine, Verzeihung, erstmal auf den Chart, bevor wir hier von Ordern sprechen. Einmal haben wir die Möglichkeit, die langfristige Brille aufzuziehen und natürlich auch nochmals im kurzfristigen Bereich. Wir können natürlich hier langfristig das Gap, was hier noch existiert, in den Blick nehmen. Das ist auf jeden Fall von Interesse. Das bleibt auch nach wie vor hier noch offen. Das gilt es erstmal zu schließen. Und obendrein ist es natürlich jetzt erstmal auch interessant, was ist jetzt hier im Bereich dieses Tiefs, im Bereich dieses Tiefs hier, der bei der Deutschen Bank passiert. Da gehen wir jetzt mal mit einer Fibo-Analyse auch nochmal drauf. Wir haben hier das Zwischenhoch bei der 12, bei der 13,425 und haben das letzte Tief im Bereich der 11,06. Und da werden wir das ganz kurz auch dran anlegen. Und das natürlich auch jetzt relativ haargenau versuchen. Die 13,42, so, da haben wir jetzt beispielsweise dann die wichtigsten Fibo-Marken, die wir jetzt mal ein Stück weit gerade fetter markieren, damit wir sie besser erkennen. Und unten nochmal hier die Marke des letzten Tiefs. Obendrein noch, Verzeihung, obendrein noch interessant, dass wir jetzt aktuell, verdammt. So, obendrein natürlich noch wichtig, dass wir von hier an nochmal kurz eine Aufwärtstrendlinie hier auch nochmal ziehen. Und nochmal schauen, inwieweit hier auch noch eine zusätzliche Unterstützung dann hier auch herzuleiten ist. Die ziehe ich jetzt einfach mal ein Stück weit hier bis hier hoch, um mal zu schauen, wo jetzt hier auch Sinn macht, zusätzlich noch mit dem Aufwärtstrend, mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend hier noch ein Parallel- und Stop-Niveau herauszusuchen. Also glatte 12 Euro in Richtung 11,97, die hier parallel mit dieser 38,2er Fibo verläuft, könnte hier als Stop-Loss interessant sein, rundherum um diese Marke, um hier nochmals eine Position abzusichern. Und ein Rückerobern beispielsweise, also ein Long-Szenario, in dem Fall eine Kauforder, zunächst eine Eroberung dieser Linie der 13,42, das letzte Zwischenhoch, und dann hier die untere Gap-Kante im Bereich der 13,95, das Schließen des Gaps in diesem Fall bei 14,99. Das ist also sehr anspruchsvoll, wenn wir da in die Richtung 15 kämen. Obendrein ist auch ganz knapp oberhalb von dieser, Entschuldigung, unterhalb von dieser Gap-Kante hier eine 161,8er Projektion von dieser gerade eben getätigten Fibo-Anlage hier zu sehen. Ja. Es gibt ein paar Herrschaften draußen, die sind bei der Deutschen Bank nach wie vor noch short. Da ist der ein oder andere definitiv noch dran. Wenn wir hier mal schauen und hier ein Stück weit nach unten scrollen, sehen wir schon allein aufgrund dieser Fibo-Anlage, warum manche Analysten und auch Trader und so weiter auf die Idee kamen, dass möglicherweise die Deutsche Bank doch nochmal irgendwann einstellig wird. Wir befinden uns hier nämlich schon im Bereich der 9,60 €. Wenn wir von hier aus noch eine sogenannte weitere Trendlinie mit einbeziehen wollen, dann ist das, Verzeihung, diese wollte ich nicht nehmen, von hier an beziehen. Eine Parallele wollte ich ja erstellen. Und zwar, wenn wir hier dann nochmal eine 38,2er noch mit reinbringen. Na, 38,2, nicht einfach zu finden. Gut, knapp. Befinden wir uns auch noch ganz knapp im zweistelligen Euro-Bereich. Das wäre hier eine Projektion im Bereich der 10,15 € grob betrachtet, die dann nochmals unten drunter liegen würde, unterhalb dieses schon doch extremen Zwischentiefs bei 11,06 €. Ich favorisiere weiter die Nordseite. Ein
Rückschlag hier im Bereich dieser 11er und auch 11,50er bis 11,25er Kurse sollte unbedingt vermieden werden. Wenn man jetzt hier parallel eine Stop-Marke einzieht, dann sollte man dieses Kursniveau von diesen beiden zwei Tiefpunkten hier auch als Stop-Loss-Marke nutzen und auch nicht weiter tiefer diese Stop-Loss-Marke wählen, weil man sonst unnötig Kapital verschenkt. Man sollte auf jeden Fall nicht zu viel Risiko dann da noch Raum geben. Das ist in diesem Fall ja dann schon fast, wenn wir vom aktuellen Kursstand ausgehen, von dem Höchststand heute 12,80, ist es ja schon fast ein Stück weit fast das Risiko schon überschritten. Also da kommen wir schon in den Bereich, wo wir das Risiko fast schon überschreiten, aber fast noch trotzdem im Rahmen sind. Also diese Marke werden wir anlegen und werden hier noch die Position auch für die Deutsche Bank in dem Fall hier noch vorprogrammieren als Kauf. Ah, Mist. Als Kauforder, wenn man mit der Maus zu schnell ist, werden wir genauso auch hier eine Position von 100 Deutsche Bank Aktien wählen und werden auch hier den Limitkurs eingeben bei einem Rücksetzer. Jetzt haben wir natürlich hier sinnvollerweise noch vergessen bei der Deutschen Bank, was für ein zusätzlichen Pivot Point wir jetzt hier noch haben, wo es vielleicht Sinn macht, dass wir diesen Pivot Point nochmal kurzfristig nach unten bewegen. 12,72, 12,75, dort würde ich hier in dem Bereich nochmal einen Rücksetzer erwarten. Heißt also, da sollte ich auch dann eine Entry, einen Limitkurs Entry hier dann quasi eingeben. Das könnten wir dann in dem Fall auf diese 12,76, 12,78, je nachdem, wie weit tief man hier noch angreifen will und hofft, dass das ausgeführt wird, dann mal gehen. In dem Fall belasse ich es mal bei 12,77,1. Erweitere das Ganze nochmal und setze hier obendrein natürlich das jeweilige Gewinnmitnahme, also Take Profit und auch Stop-Loss-Management noch mit dazu. Ich beabsichtige die Schließung dieser Kurslücke, die ich vorhin gezeigt habe, und noch einen weiteren Aufwärtsbereich und sage in dem Fall hier, in dem Bereich der 14,98 beispielsweise, werde ich hier dann automatisiert ausgebremst, beziehungsweise wird mein Gewinn dann mitgenommen. Den Stop-Loss packen wir in dem Fall hier ein Stück weit in Richtung der 11,82. Also um komplett glatt bei dem 100 Euro Risiko zu bleiben, können wir es natürlich auch auf diese 11,77,1 belassen. Klar. Kann man genauso tun, kann es aber noch reduzieren, indem wir dann gar nicht so weit viel Raum nach unten noch geben und sagen, anstatt der 11,77 bin ich sogar bereit, das noch mit wesentlich geringerem Risiko in diesem Trade-Szenario hier zu machen und sage, in diesem Fall die 12,27 reichen, mit anderen Worten 50 Euro Risiko reichen deutlich für diese Positionierung. So. Dann gucken wir nochmal auf die weiteren Werte, um im Schnellverfahren jetzt nur mal zu schauen, was hier gerade von diesen Werten noch ausgegangen werden könnte, wo ausgegangen werden könnte, welche Werte jetzt auch in den nächsten Monaten auch interessant sein könnten. Mit Blick auf die italienische Bankenkrise und mit Blick auf den Verkauf des Tafelsilbers ist hier die UniCredit als, wie heute schon im Tag gesehen, als ein Wert, der ganz gut weiter steigen sollte. Die ist im heutigen Handelsverlauf auch gut angezogen. Dort sprechen auch ein paar große Handelshäuser von Kurszielen, die in Richtung 3 bis 3,50 Euro sogar gehen. Das ist vom aktuellen Kursstand bei 2,22 Euro, wenn ich mich nicht irre, auch ein ganz, ganz schönes Stück nochmal nordwärts. Auf jeden Fall noch genügend Holz wohl noch zur Verfügung. Obendrein halte ich es für interessant, im Bereich des deutschen Immobiliensektors hier mal den einen oder anderen Wert nochmal anzuschauen. Vor allen Dingen nicht unbedingt nur die Vonovia, die sollte auf jeden Fall auch nicht fehlen, aber bei Rücksetzern wie zum Beispiel heute auf jeden Fall in einem Bereich, wo man das akkumulieren kann und dann auch in die nächsten Monate hinein diese Position hält. Interessant halte ich auch einen kleineren, in Anführungszeichen kleineren Wettbewerber hier oder auch Spezialisten als Dreher oder als Dreher, wie auch immer man es ausspricht, Office, Firma aus Hamburg, aktuelles Kursbereich hier von 12,65, 12,74, die Taxierung sehen wir ja hier. Deutlich doch nochmal, dass wir hier mindestens mal nochmal in Richtung 1 bis 2 Euro Aufwärtsbewegung auch nochmal hier in Richtung Jahresende nochmal drin haben.
Patrizia Immobilien hat gerade die Kapitalerhöhung durchgezogen. Auch hier sieht zumindest es noch ganz freundlich aus mit Aufwärtstrend in Richtung 25, 26 Euro. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch ein paar technische Marken anschaut, Kurszielbestimmung nach der eben gezeigten FIBO-Methode. Warum gerade diese deutschen Immobilienwerte? Sie können sich ziemlich vorstellen, aufgrund dieser Niedrigzinsphase und aufgrund der ja doch dann beliebten Investitionen in Betongold und natürlich obendrein, je nachdem, was für eine Gesellschaft man wählt, Wohnraum ist knapp, gerade in Städten, die Preise ziehen an, ist das für die jeweiligen Gesellschaften ein sehr gutes Geschäft. Für die Mieter natürlich nicht, aber für die jeweiligen Gesellschaften. Und dementsprechend kann sich das lohnen, hier auch diesen Werten noch ein Stück weit dabei zu bleiben. Was ist als Sell Order, also quasi als Short in den aktuellen Blick zu nehmen? Interessant sind Shorts beispielsweise auf diese Norwegian Cruise. Jede Tagesbewegung, die über 1 bzw. 1,5% nach oben geht, ist eine schöne Einladung, hier nochmals auf den Short zu setzen. Aktuell sieht es zumindest danach aus, dass es hier noch ein Stück weit in Richtung Süden geht bei der Aktie. Die Adidas ist meines Erachtens jetzt, wo auch gerade Rio wieder zu Ende ist mit Olympia, und wir hatten ja davor auch Fußball, sehr gut gelaufen. Viele Zahlen sind da mittlerweile schon reingeflossen und also auch nur wieder Einstufung jetzt hier. Ich halte es für absolut aktuelles Übertreibungsverhalten in der Aktie. Also hier ist es auf jeden Fall interessant, nochmal Tagesbewegungen von 1 bis 2, 3%, wenn Adidas nochmal so anspringen sollte, mit einem Short-Szenario zu handeln, sprich also diese Aktie leer zu verkaufen und auf ein leichtes Zurückkommen bei den Kursen in Richtung tatsächlich sogar der 130er und der 35er nochmal zu setzen. Bei Logitech ist das ähnlich. Die haben sehr gute Zahlen vorgelegt. Überhaupt lief es da die ganzen letzten Wochen und auch Monate gut. Auch hier ist die Aktie nochmal sehr stark nach oben gesprungen. Auch hier ist einiges schon eingepreist und es könnte auf jeden Fall interessant sein, hier diesen Wert auch bei Intraday-Aufbäumern nochmal auf die Short-Seite zu kehren, sprich also hier eine Sell-Order in den Markt zu begeben, die Aktie leer zu verkaufen. Metro habe ich dargestellt, Tesla habe ich auch kurz dargestellt. Kleines Sorgenkind hier nochmal die Lufthansa. Die deutsche Lufthansa ist hier aktuell schon in den letzten Monaten, auch Wochen unter die Räder gekommen. Einmal mehr, jeder Blick auf den aktuellen Blick in die Weltkugel mit Terror und Terrorgefahr. Das alles ist Gift für die Reisebranche, das alles ist Gift für den Cargo-Sektor und auch für das Geschäft der Fluggesellschaften. Allen voran hier das Beispiel Lufthansa. Auch hier Intraday-Aufbäumer, wie beispielsweise hier im heutigen Bereich, als Short-Versuch möglich. Rückläufer in Richtung, in Richtung der 11,50er auf jeden Fall nochmal mit einem neuen Short-Szenario in den Markt geben. So, das war jetzt nochmal im Schnellverfahren das ein oder andere. Sie können sicher sein, dass man nicht jede Aktie sofort in 60 Minuten irgendwie komplett beleuchtet bekommt. Ich hoffe, ich habe einigermaßen mal so ein bisschen so einen allumfassenden Rundschlag gemacht. Jetzt gehen wir noch ganz kurz, vielleicht kam ja die ein oder andere Frage noch. Sehe ich jetzt gar nicht. Und ansonsten, wenn wir auf 19:31 Uhr hier nahezu schon sagen, dass wir da am Ende der Veranstaltung sind. Ansonsten sehe ich hier im Chatbereich nicht besonders viel. Ein ganz kurzes Feedback noch, ob Sie denn überhaupt dann noch quasi da sind, wäre dann noch ganz schön. Ansonsten sage ich dann schon mal allen einen wunderschönen Abend, noch gute Erholung, schönen Feierabend, je nachdem, wo Sie da gerade sind. Und natürlich vor allen Dingen sehr, sehr gute Trades noch bis zum Ende des Jahres 2016 und darüber hinaus. Ich bedanke mich für die zahlreiche Teilnahme und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ja, geben Sie auch gerne, wo Sie das gerade sagen, Herr Böhmer zum Beispiel, geben Sie den einen oder anderen, die vielleicht noch gerade dran sind, geben Sie gerne Feedback, was gewünscht ist, was in welche Richtung es hin und wieder auch mal gehen darf. Wir sind hier im Bereich der ganzen, der Trader und auch der
Investoren manchmal ein Stück weit auch berufsbedingt betriebsblind irgendwann mal. Wir nehmen vieles schon vorweg, was wir vielleicht, wo wir denken, das weiß jeder schon. Dabei ist es vielleicht doch nicht bekannt. Also gerne fangen wir auch mal mit anderen Dingen noch an, die vielleicht nicht jedem so gleich sofort einleuchten. Ob das jetzt fundamentale Analyse ist oder ob das technisches ist oder ob das einfach auch nur etwas Bedienen ist in der Handelsplattform. Das kann gerne alles mal angesprochen werden. Geben Sie Feedback, gerne auch im Bereich an Lynx Broker direkt. Und sofern Sie mögen, natürlich auch Feedback, wenn es Ihnen gefallen hat. Rohstoffe sind im freien Fall. In welchem Bereich meinen Sie das jetzt, auf welche Rohstoffe explizit, auf Öl heute oder beispielsweise auf einen anderen Rohstoff? Das vielleicht nur ganz kurz zur Nachfrage. Also wenn ich beispielsweise natürlich auf den heutigen Handelstag bei Öl ein Stück weit gucke, dann ist das hauptsächlich dem Bereich der heutigen Lagerbestandsdaten aus den USA wohl auch noch zu schulden, weil dort obendrein da jetzt eben gerade der Fall der Lagerbestände so war, dass es höhere Lagerbestände gibt. Obendrein gibt es da immer wieder mal Artikelmeldungen, wo Förderkürzungen wieder mal negiert werden oder auch mal Förderkürzungen wieder von der OPEC angesprochen werden. Also da wird es noch eine ganze Weile bis zum September hin volatil bleiben. Gold sehe ich gerade, Gold. Im Bereich des Goldes haben wir heute einen deutlichen Rücksetzer gesehen. Wir sind hier im Bereich der 1326er. Gucken wir auch gerade da auch nochmal gerne ganz kurz drauf. Und zwar gucken wir da in dem Bereich, wo haben wir es denn, Rohstoffwerte. Und gucken uns da auch nochmal ganz kurz Gold an. Machen wir natürlich jetzt auch noch gerne gerade im Schnellverfahren hier, was hier aktuell auch gerade passiert. Diese Marken und Einstufungen hier, die wir im Chart hier sehen, sind jetzt nicht von mir. Dementsprechend nicht verwundert blicken, was hier eingezeichnet ist. Mir geht es hauptsächlich nur darum, dass wir ganz kurz mal die jeweiligen Einstufungen uns angucken und uns auch angucken, warum jetzt eine Marke von 1225 vielleicht ganz interessant ist. Deswegen gehe ich hier auf Monatskerzen. Zeige auch nochmal explizit das Rekordhoch, was wir hier sehen bei 1921 und auch nochmal den Zwischenverlauf, den wir hier sehen bei knapp 1047. Und da sind wir ganz in diesen Richtungen hier, dieser 1250 als übergeordnete Unterstützung. Die haben wir einmal hier. Und obendrein gucken wir dann uns noch in Wochenchartbereich, dann jetzt hier in dem Bereich des 2 Jahres beispielsweise unter. Sagen wir mal, im 6-Monats-Bereich wird trotzdem reichen. Dann nochmals ganz kurz die Zwischenbewegung an. Wir hatten einen Zwischentief im Bereich der 1199,60 und hatten hier das Zwischenhoch im Bereich der 1375,26. Genau. Und daran angelegt werden wir diese Fibos nochmal hinzupacken. 1375 grob betrachtet angelegt, ne, runtergezogen auf dieses Zwischentief bei der 1099 knapp und schauen dann auch nochmal genau drauf, wo wir hier gerade heute drunter gefallen sind im Antestverfahren. Da haben wir eine wichtige Marke hier nämlich verlassen, 1333,74. Man scheint hier gerade im Bereich des Goldes hier jetzt den Weg nach unten testen zu wollen. Wo wird hier Support geliefert? Wird es bis 1308 gehen oder bis 1290? Und obendrein ist es auch nochmal wichtig, bitte jeder, der in Gold plant, möglicherweise einzusteigen oder auch noch drin ist, achten Sie auf die morgigen startenden Zentralbank-Symposien. Das Symposium in Jackson Hole, dort wird Frau Yellen und auch ihre Kollegen sprechen und alles, was in Richtung Zins, US-Zinsentwicklung, Diskussionen kommt, bringt Nervosität auch im Goldmarkt. Wenn hier Zinserhöhungen beispielsweise angesprochen werden, wird es da zumindest ein Stück weit nervös. Das nur von der Seite. Gut, dabei belassen wir es für heute. Ich hoffe, das hat noch ein bisschen was reingebracht und Einzelwerte gerne dann auch nochmal in den nächsten
Dialog Semiconductor lese ich gerade noch, habe ich natürlich nicht auf dem Schirm. Ich kenne ihn nur als Apple-Zulieferer. Ich weiß aktuell nur, dass es im TechDAX ist und dass das Unternehmen in den letzten Jahren gut zugewachsen ist. Mehr kann ich da aktuell aus dem schnellen Zugriff nicht sagen. Gut, vielen Dank, einen schönen Abend noch. Tschüss.